Hallo und herzlich willkommen zu euren Spielen des Jahres 2002. Ihr hattet im Juli einen Monat Zeit, für diese kleine Zeitreise 20 Jahre in die Vergangenheit abzustimmen. Und dabei ist eine Liste entstanden aus Spielen, die wir so interessant fanden, dass wir gesagt haben, wir machen dieses Mal nicht eine Top 20 aus euren Spielen des Jahres 2002, sondern eine Top 40. Es wird also vier Videos geben, die jetzt wöchentlich erscheinen. Das sind vier Videos mit sechs Leuten dabei, natürlich. Wir zwei, aber auch die Hooked Allstars. Leo Schmidt ist dabei, David Hein ist dabei, der Mats ist dabei, Mats Leubner, aufregend. Und dann auch noch der Matthias, neu dabei, ein Freund des Hauses, ein freier Redakteur aus Berlin, der aber noch in einem unserer Videos dabei war. Mhm. Und der hat unsere Einladung angenommen, was uns sehr gefreut hat. Und die Aufnahme, das kann ich euch schon sagen, hat auch sehr viel Freude bereitet. Genau, und viel mehr müssen wir dazu gar nicht mehr sagen. Jetzt viel Spaß mit euren Spielen des Jahres 2002. Hallo, ich bin der Robin und bei mir sitzt der hervorragende Matthias. Hallo Matthias. Guten Tag. Freier Redakteur aus Berlin. Wir kennen uns schon viele, viele Jährchen. 2002 war so ein Jahr. Ich war, glaube ich, ungefähr 37 Jahre alt. Schon? Ungefähr zu dem Zeitpunkt. Du hast dich gut gehalten, wie ich finde. Nicht wahr? Ja. Und das haben auch viele der Spiele heute auf der Liste. Eins der Beispiele wäre vielleicht möglicherweise unter Umständen. Oh mein Gott, die Übergänge. Sly Raccoon. Wir beginnen diese wunderbare Zeitreise mit Sly Raccoon, aka Sly Cooper. Das finde ich schon mal lustig. Die Spielereihe hieß bei uns einfach anders. Das heißt bei uns Sly Raccoon. Sly Cooper habe ich viele, viele, viele Jahre, nachdem es rausgekommen ist, einmal auf der PlayStation 3 nachgeholt. Mhm. Weil ich mir so dachte, oh, Plattformer, ich habe die nie richtig gespielt, jetzt hole ich die mal nach. Dann habe ich Jack and Dexter gespielt, habe mir so, oh, Jack and Dexter, mega geil. Mhm. Und dann habe ich Ratchet & Clank gespielt, habe mir so, mega geil. Dann habe ich jetzt Sly Cooper gespielt und dachte mir so, das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel, ja. Das ist ein Spiel, das man spielt, in dem man schleicht manchmal und manchmal auch springt. Aber ich muss sagen, begeistern konnte mich das nie so richtig. Ja, und war alles Sony. Und 2002 war noch so, ey, Nintendo ist schon auch besser als alles andere. Deswegen war so Sly Raccoon automatisch schon erstmal nicht so gut. Ich habe null Verbindung mit diesem Spiel. Null. Sieht aus wie alle Spiele dieser damaligen Zeit, die sich irgendwie versucht haben an dem, was Rayman gemacht haben, Crash Bandicoot. Und wie heißen diese Sachen, die auf der PlayStation, diese, wo die mit, die schießen? Ego-Shooter. So. Ratchet. And Wir sind beim ersten Video. Aber ich finde es interessant, was für eine Entwicklung das Studio durchgemacht hat. Mhm. Wenn du mal guckst, wo die halt von wo bis wo gelandet, ist schon spannend. Heute bei Ghost of Tsushima gelandet, ja. Hätte man damals auch nicht gedacht. Ich fand faszinierend, wie sehr man gemerkt hat, dass das die Infamous-Leute sind, weil dieses Springen und dieses sich irgendwo festhalten ist genauso magnetisch wie in Infamous. Ja. Das fühlt sich tatsächlich super ähnlich an. Ja, aber man lädt uns ja nicht ein, um hier was zu den Spielen zu sagen, glaube ich. Das ist, glaube ich, sehr, sehr richtig. Oder wenn, dann ist es Hooks Fehler, sorry. Ist das der mit Jean Reno? Nee, ne? Der dritte Teil ist der mit Jean Reno. Ah, nee, dann habe ich den hier nicht gespielt. Der zweite Teil ist der mit Vincent Cassel. Onimusha 2 Samurai's Destiny hat ungelogen ein CG-Intro. Das geht, glaube ich, 10 Minuten oder sowas. Love it. Und es ist wahnsinnig gut produziert. Das ist unerhört. Also, wenn ihr noch nichts gesehen habt von Onimusha 2, guckt euch dieses CG-Intro an. Der Tom und ich haben Onimusha 2 vor einigen Jahren für Time to 3 nachgeholt. Und es war eine, ich würde es als Odyssee bezeichnen. Okay. Ein Spiel, das so viel mehr ist, als man glaubt, was es ist. Und es ist auch ein absolutes Arschloch. Was ist es denn? Es ist ein Spiel im Geiste von Devil May Cry. Ich weiß, dass ich die Onimusha-Reihe prinzipiell sehr gerne habe. Ich habe die vier Hauptteile, die es gibt, gespielt. Ein Teil davon könnt ihr euch bei Time to 3 angucken. Ich glaube, den dritten Teil. Und der zweite Teil ist
interessant, er hat einen anderen Protagonisten als der erste und diese Schwertkampfmechaniken sind, aus heutiger Sicht sind sie super clunky. Es ist schwer, ja, diese Spiele heute noch zu genießen, aber für damalige Verhältnisse als kleiner Stippke, so vor der PlayStation, also ich hatte damit schon Spaß. Aber es ist dazu noch super schwierig und hat dazu dann auch noch völlig random so ganz seltsame Sci-Fi-Fantasy-Einflüsse, wo du dann nicht mehr einfach gegen Nobunaga Oda kämpfst, sondern gegen irgendein Space-Alien-Raumschiff, mit dem du dann durch die Gegend fliegst. Es hat ganz viele Storystränge. Das ist verrückt. Du kannst Onimusha 2 in irgendwie 3 Stunden durchspielen oder 4 Stunden. Es ist relativ kurz, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, es durchzuspielen, weil du ständig Entscheidungen triffst. Aber kann man sich auch vom Zug überfahren lassen? Nee. Also, es ist leider kein Way of the Samurai. Sind Samurai-Spiele was für dich oder geht dir diese Fantasie komplett ab? Nö, ich mochte das. Also, den dritten Teil habe ich sehr gerne gespielt, weil der Vorteil an dieser festen Perspektive, so scheiße sich das auch gesteuert hat, man sieht es hier ganz gut, diese Panzersteuerung, war halt, dass die Hintergrundgrafik immer viel besser aussah, weil sie feste Sachen anders berechnen konnten. Damals war so die Zeit, wo du nur so diese Polygon-Desaster hattest und das war hier schon eins der schöneren Spiele, wie ich finde. Das klingt aber nach einem Spiel, das ich, hätte ich es damals in die PS2 gelegt, nicht gespielt hätte gerne. Kein Devil May Cry-Fan? Nee, also es ist auch voll an mir vorbeigegangen. Mhm. Devil May Cry 5 war der erste Teil, den ich gespielt habe, dann so mehr aus beruflichen Gründen eigentlich. Aber was du gerade alles erzählt hast, ich war nie ein Gamer oder ein Mensch, der Videospiele spielt, der jetzt so voll die Herausforderung gesucht hat. Sondern es war so, wenn die da war, dann habe ich versucht, sie zu überwinden, aber es war nie das, weswegen ich gespielt habe. Aber Onimusha hat auch dieses, wenn du genau im richtigen Zeitpunkt, genau richtig verteidigst und so weiter und so fort, dann kannst du Gott sei bei uns Blitzgewitter entfachen und ganze Räume von Gegnern säubern. Und das ist sehr befriedigend. Das haben viel zu wenig Leute haben jemals Onimusha gespielt. Sie haben ja, Capcom haben ja den ersten Teil auf der Switch und aktuellen Plattformen Release, anderen aktuellen Plattformen. Und weil das so unerfolgreich war, gibt es kein Onimusha 2 auf den Plattformen. Also sie haben einfach aufgehört. Sie haben den ersten Teil re-released und dann sich gedacht, ja, okay, wollte er nicht. Schade. Wer ist schuld? Und du aber auch. Ich habe von vornherein gesagt, Sony-Spiele kann ich nicht. It must be fate that 3 proud warriors meet in such a town. There will be no fight today. Aguchi, take pity on you instead. I'll wait for you here. If I'm not back in an hour, clear out and contact headquarters. It's not like you to be cynical. Call it a hunch. Something about this assignment feels wrong. Wish me luck. Habe ich nie gespielt. War aber damals, wenn man der GameStar zum Beispiel gefolgt ist, dann haben die da mal erzählt, das ist das Spiel, das müsst ihr unbedingt zocken. Offenbar ein guter Ego-Shooter mit einer ziemlich guten Story. Es ist krass, 2002, da, ich glaube, es werden noch ein paar Spiele, oder es sind viele Spiele in diesem Jahr da, wo noch heute noch eine harte Fanbase sich um alles in der Welt wünscht, dass da nochmal wieder aufgegriffen wird. Und No More Lives Forever ist so ein Ding, da habe ich, das ist auch schon jetzt bestimmt wieder 10 Jahre her, mal reingespielt. Und ich fand es super. Also ich fand den Humor, ich glaube, den ersten habe ich gespielt und ich fand den Humor super, ich fand das Setting super, ich fand das Pacing super. Es war halt insgesamt einfach wahnsinnig rund. Einer der größten, würde ich sagen, Blindspots in meiner Spielehistorie ist No One Lives Forever. Ich liebe Half-Life 2 zum Beispiel als meiner absoluten Lieblingsspiele. Und No One Lives Forever habe ich, oder besonders den zweiten, habe ich so im Kopf als eines dieser Proto-Half-Life 2s, als dieser Shooter, der aber auch viel mehr macht als andere Shooter. Habe ich aber nie gespielt. Ja. Wenn ich dir jetzt was sage, reißt du vor Verwunderung und Wut den Greenscreen hinter dir runter. Ich habe noch nie Half-Life gespielt. Was? Und es, vor allem, was No One Lives Forever macht, ist, es hat so schon für damalige Verhältnisse so coole kleine Gadgets, wie zum Beispiel eine als Kamera getarnten Geschützturm, den du irgendwo hinkleben kannst und der dann selbstständig auf Gegner schießt. Also dieser Aspekt von dieser Bond-Spionagenummer kommt irgendwie ganz cool rüber. Ich habe No Life 1 super gern gespielt, damals auch relativ frisch, als es rauskam, und habe mir dann auch den zweiten Teil geholt, habe den aber nie durchgespielt, weil ich den, irgendwie hat der nicht so ganz geklickt und ich kann nicht mehr so ganz nachvollziehen, woran es lag. Ich würde es immer gerne nochmal nachholen. Ist wirklich nur für PC erschienen, glaube ich, Teil 2. Den ersten gab es, glaube ich, auch noch auf Konsole. Ja. Immerhin würde es sehr viel einfacher, Half-Life 2 nachzuholen für mich als No One Lives Forever, weil das halt in einer ewigen Rechtehölle eingefangen wurde, wo keiner weiß, wo das steckt und wo es Berichten zufolge auch schon diverse Versuche gab von vielen Leuten, das mal aufzuklären und zu veröffentlichen nochmal. Ja, ja. Hat aber nicht geklappt und ist immer noch irgendwo in der
Versenkung verschwunden. Ich glaube, das, was wir heute haben in den Open-World-Ego-Shootern, die ja immer so kleine Spielzimmer oder riesige Spielareale sind, wo du so viel mit der Physik auch machen kannst, das waren so die ersten Vertreter, die halt in noch einem sehr abgesteckten Setting den Leuten aber viel an die Hand gegeben haben, um Sachen unterschiedlich zu lösen. Es hat halt so coole Eigenheiten, dieses 60er-Jahre-Flair und Agenten-Flair zu verarbeiten, und du spielst halt eine weibliche Heldin, was total super ist, Kate Archer, die dann hier Sachen dekodiert und einbricht an Stellen, wo sie nicht einbrechen sollte, aber dann immer mit einem Augenzwinkern. Ja. Es ist nicht so ganz so ernst wie James Bond, sondern noch eher Richtung Austin Powers. Total. Absolut genau. Austin Powers, absolut. Mother, you can't keep calling me at work. I have an operation to run. What am I supposed to do? You're never at home. How do you expect me to get in touch with you, carrier pigeon? Look, I've got to go. I haven't even told you why I called. Yes, well, maybe next time you'll get to the point instead of lambasting me for a quarter hour. Don't you hang up on me, do you hear me? I need a drink. 3, 2, 1, go! Burnout 2 ist die Spielversoftung meines Lebens. Ist der zweite Burnout, den ich hatte. Und den kannst du in diesem Spiel nachspielen. Das erste Level ist quasi, wie ich an meiner Tastatur sitze und gerade versuche, eine Kritik zu schreiben, geht aber nicht. Burnout 2, der Nachfolger des, wie ich finde, immer noch besten Burnouts. Burnout 1, da sind uns ja mittlerweile alle. Ja, ja, deswegen, ab dem ersten Teil ging es eigentlich nur noch bergab. Auch wenn man sagen muss, dass im zweiten Teil ja diese Unfallmechanik, die im ersten Teil eigentlich nur so ganz nebenbei irgendwie stattgefunden hat, zum Markenzeichen gemacht hat, was wir alle sehr, sehr gerne mochten. Es gab ja ganz viele verschiedene Modi, die man spielen konnte. Ein ganz normales Rennen, aber auch eben crashen und möglichst viele Punkte machen, indem man irgendwie einen Lastwagen und sonst was reinfährt, und das ist echt so eine und es hat sich damals so die Grafik war unfassbar gut neu, für die alles damalige sehr neu. Zeit und auch so wie der Straßenverkehr gelenkt war, weil das war ja Teil des Spiels, warst du ein Rennen in einer Stadt und du musstest an den Autos vorbei und so weiter und so fort. Bei mir ging es erst mit Burnout 3 richtig los, aber natürlich die Wurzeln sieht man hier schon und es sieht für damalige Verhältnisse schon ziemlich geil aus. Es splittert, es fliegt Glas, Stahl, Menschen werden wahrscheinlich verletzt, zumindest in meinem Kopf, wenn ich den Headcanon da aktiviere. Auch das klingt wie ein Spiel aus meinem Leben. Glas, Dinge zersplittern, Glas, Stahl, Autos überschlagen sich. Burnout 2 habe ich auf der Xbox, glaube ich, damals gespielt. Und habe ich mit einem Kumpel weggesuchtet, weil diese Unfallmechanik, die drin war und wo du einfach mit einem Auto so viel Schaden auf einer dicht befahrenen Kreuzung wie nur möglich machen. Das ist so ein Geniestreich. Und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, dass nach dem ersten Teil, was eigentlich ein sehr klassisches Rennspiel ist, wo du halt aber trotzdem Zeitlupen hast, wenn du einen Unfall gebaut hast und irgendwie die Schadenssumme wird dann auch eingeblendet. Aber dass sie das gesagt haben, das ist es eigentlich. Das Rennspiel ist es, aber diese Unfälle, das ist es. Und das war ja ein wahnsinnig prägender Moment dann für die Serie. Das hat sich halt alles für damalige Zeit unfassbar realistisch angefühlt. Und ich glaube, das war auch so ein Ding, dass ich so einen Gamecube dann auch neu hatte. Ich so war so, boah, was der Teil kann, ey. Und das war, glaube ich, so ein Konglomerat an ganz vielen verschiedenen Gründen. Deswegen Burnout und Burnout 2, die beiden Spiele bei mir total irgend so einen Softspot gefunden haben. Burnout ist eine Reihe, die eigentlich mal wiederkommen könnte, finde ich. Aber das Studio von damals ist momentan bei Need for Speed ist seit 2002 im Urlaub. Nein, ist gerade eingespannt, Need for Speed-Spiele zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Burnouts dann gab, die versucht haben, sich da nochmal drum rumzubauen mit Open World hier, dies, das. Aber im Kern, was ich gebraucht hätte, wäre eigentlich immer nur noch diese Rasenberg runter, guck, dass du irgendwie in diesen Verkehr reinhaust und dann lass einfach von mir aus 20 Minuten das Spiel. Spielt sich einfach selber, Dinge explodieren, Menschen schreien, Kinder weinen. Das ist eigentlich das, was ich an Burnout geliebt habe. Ich werde dir helfen, diese Bürde zu tragen, Frodo Beutlin. Solange sie dir auferlegt sein mag. Du bestimmst unser aller Schicksal, kleiner Mann. Sollte ich dich durch mein Leben oder meinen Tod schützen können? Du hast mein Schwert. Und du hast meinen Bogen. Und meine Axt. Der Herr der Ringe, die zwei Türme, ist einer dieser Action-Klassiker eigentlich.
aber an den sich heute auch kaum noch jemand erinnert, weil diese Spiele nicht nochmal released wurden. Mhm. Du kommst da auch wieder nicht so einfach ran wegen der Lizenz. Das hier war eines dieser Dinger, die, muss man ganz klar sagen, ne? Es gab damals zu jedem Spiel, zu jedem Film, der ins Kino kam, auf dem Game Boy Color und wie sie alle heißen, gab es eine Spielversoftung. Aber die Herr-der-Ringe-Spiele, die waren in der Regel richtig stark. In der damaligen Zeit gab es sehr wenige Spiele, die tatsächlich gute Versoftung von Filmen waren. Also ja, generell, also das hat sich ja auch eigentlich nie geändert. Irgendwann haben sie halt aufgehört und dann haben sie angefangen, einfach Lizenzen zu nehmen und die unabhängig der Filmvorlagen zu veröffentlichen, was dann besser funktioniert hat. Ja. Genau. Ja. Ich bin halt so schockiert gerade, weil wir reden hier über ein Jahr, das 20 Jahre her ist. Und immer, wenn ich Herr der Ringe sehe, vergesse ich einfach, dass die Filme auch schon sehr alt sind und dann noch Spiele dazu zu sehen, da fühle ich mich selber immer noch älter, weil für mich ist das immer noch so... Das ist der Punkt dieser Videoreihe. Ah. Das ist 20 Jahre her. Ah, man wird nicht jünger. Die hier haben tatsächlich auch spielerisch einen ganz guten Ruf. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass diese... Verzeihung, nochmal. Nö, ich finde das... Ich glaube, sie sind... Leichtes Erbrechen. Mein Schatz. Das sah damals richtig cool aus und es spielt sich jetzt nicht sensationell, aber es spielt sich mindestens gut. Und das reicht halt, um diesen Hype damals mitzunehmen. Die hatten halt ein sauberes Kampfsystem, muss man klar sagen. Die Action, die haben sich auch überlegt, wie können sie diese großen Momente einzeln auch umsetzen. Und das hat, wie ich finde, richtig gut funktioniert. Das sind jetzt keine Knallerspiele gewesen, ne? Aber als Filmumsetzung hast du sowas normalerweise nicht gehabt. Ich habe den tatsächlich nicht gespielt. Ich habe Rückkehr des Königs gespielt. Das ist exakt das gleiche Spiel. Ja. Auch Actionspiel, auch diese Filmsequenzen, bei denen sie sich so gefreut haben, dass sie diese Übergänge machen konnten. Mhm. Und heute denkst du dir so, so ganz so realistisch sieht das aber nicht aus. Damals hat keiner einen Unterschied gesehen. Ja, spiele ich schon so. Oder ist das noch der Film? Ich war davon voll beeindruckt. Der Feind weiß nun, dass wir hier sind. Wir warten hier, bis der Weg frei ist. Wir haben seit Jahren nichts mehr aus Moria gehört. Fly through three gold rings to open the gatekeeper's force field. Dinosaur Planet, cool. Star Fox Adventures, ne? Mhm. Das war so ein Spiel, das ich damals sehr gerne gemocht habe, nie zu Ende gespielt habe, weil an irgendeiner Stelle musste man irgendwas machen, wo ich entweder nicht fähig war oder keine Lust mehr drauf hatte. Was ich interessant finde, ist, dass die sich gesagt haben, okay, wir haben dieses krasse Spiel, wo du mit deinem Raumschiff durch die Tiefen des Weltalls fliegst. Lass mal auf dem Eisplaneten einen Fox hinstellen, der dann mit so einem Stab einen auf Mortal Kombat macht. Also was ist, wie kommen die da immer da drauf? Tom und ich haben ja tatsächlich uns mal den Early-Build von Star Fox angeguckt, der ja für die N64-Version war. Die ist vor ein paar, jetzt bestimmt auch schon wieder ein paar Jahre her, geleakt. Und in dem Zuge habe ich mir auch nochmal Star Fox Adventures ein bisschen angeguckt. Ich hatte das in sehr warmer Erinnerung, weil mich das damals optisch total krass überrascht hat, wie gut es aussah und so. Und ich habe es dann angespielt und das war so... Trotzdem, das war einfach, ich habe das, auch das war so ein Spiel, diese Grafik, ich kann mich noch echt erinnern, wie, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich war so, boah, wie kann Gras und wie können Wasser so gut aussehen? Und natürlich hat sich's eigentlich gespielt, mehr oder weniger wie ein Zelda. Also eigentlich ist das Einzige, was ich davon höre, ist, es gibt auch einen weiblichen Charakter, genau die da, und die ist in gewissen Kreisen sehr einschlägig. Bekannt und beliebt höre ich. Was für gewisse, achso, Furry? Es fühlt sich aus heutiger Sicht nicht mehr so gut an, weil man einfach merkt, dass da ganz viel gerusht wurde, weil so vom N64 noch schnell auf den Gamecube zu kommen und mit Nintendo, die gesagt haben, hey, das ist doch ein Fuchs, wir haben auch einen Fuchs, mach da doch mal ein Spiel drum. Und dann waren die so, ja, okay, ist gar kein Problem, wir haben ja noch bis Freitag. Ich erinnere mich daran, es halt bei diversen Magazinen zu sehen oder Gear Games oder was auch immer. Und das war eines der Spiele, das ich so für die Grafik immer auf so ein Podest gestellt habe. Es hat in meinem Kopf so einen rückblickend so einen ähnlichen Platz eingenommen wie Conker Life and Reloaded, einfach weil es so plastisch aussieht. Aber es ist wirklich ein zähes Stück. Es hat sehr viele coole Ideen, aber steckt auch ganz, ganz tief in der Videospiel-Klischee-Ecke. Also wahnsinnig viel, wo man so sagt, ja, das ist das Schlauste, was ihr gerade gefunden habt. Schwierig, aber damals war ich sehr beeindruckt. Ich erinnere mich aber sehr konkret daran,
dass ich damals schon in Footage gesehen habe und das super creepy fand, wie dieser eine Fuchskopf ab und zu nicht einfach als Dialog aufkommt, ploppt, sondern so langsam größer und wieder kleiner wird. Das hat mich damals schon nervös gemacht. In Star Fox Adventures gab es auch Flugpassagen. Ja, oder? Es gab, aber glaube ich, also sie waren immer sehr, sehr kurz. Und es ist auch immer von Mission zu Mission, wenn man auf dem Planeten zu verschiedenen, ich weiß nicht, ich glaube, man konnte auch runter von dem Planeten, aber die waren immer sehr, die waren auch cool. Die haben Spaß gemacht. Ich würde fast sagen, das war mit das Beste. Wie das nur kommt. Bei einem Star Fox-Spiel. Ein Autospiel, ja, Hot Pursuit ist übrigens auch die Verspielung meines Lebens. Bitte, red weiter. Ich werde das nicht aufgreifen. Hey, warum nicht? Need for Speed, Hot Pursuit 2 habe ich tatsächlich verpasst. Also Hot Pursuit 2 ist eines der Need for Speeds, das ich nicht gespielt habe. Das war genau zwischen meiner Phase, meiner alten Phase mit Need for Speed 2 und dann der neuen Phase mit Need for Speed Underground. Und alle dazwischen habe ich ausgelassen. Ich habe das, glaube ich, auch nie gespielt. Hot Pursuit ist für mich das, dieses Remake, das 2014, 13, 12 kam oder sowas. Ja, da kam ein Hot Pursuit-Spiel, das richtig gut war. Aber die beiden Originale, die kenne ich nur, weil ein Kumpel von mir die regelmäßig gezockt hat. In meiner Erinnerung gab es auch nur Underground und Underground 2 und alles, was danach oder davor kam, ist bei mir auch wahnsinnig blurry. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich das mal irgendwo gespielt habe. Bestimmt aber, mal eine Demo oder sowas. Vielleicht. Aber ich bin, also das, ne, Underground ist immer, wenn ich an Need for Speed aus dieser Zeit denke, sehe ich immer das Underground-Cover und sehe immer Untergrundbeleuchtung. Am neuen Need for Speed sind auch die Macher von Burnout beteiligt. Nein. Aber waren die nicht lange im Urlaub und haben ordentlich zu tun gehabt? Die waren seit 2002 im Urlaub und haben Need for Speed Hot Pursuit gespielt. Wow. Und dachten sich, oh, an der Reihe würden wir auch gerne arbeiten. Bei mir hat auch kein Transfer stattgefunden. Also ich habe Burnout gespielt, aber dann war nicht so, oh, wenn du Burnout magst, magst du auch Need for Speed. Mhm. War bei mir, es hat mein Hirn nicht gemacht. Und deswegen habe ich das auch tatsächlich nie gespielt. Und es ist auch eine Spielereihe, die ich viele Teile angespielt und mal gespielt und ähnliches habe, aber das war nichts, was jetzt irgendwie Großteil meines Lebens war. Ich mag ja bei den alten Need for Speeds total gerne, dass sie die, so Globetrotting-Spiele sind, dass du ganz viele verschiedene abgesteckte Strecken hast und die sind alle so gebaut wie Attraktionen, dass du immer an irgendwelchen interessanten Sachen vorbeifährst. Hier ist ein See, hier ist eine Windmühle, hier ist irgendwie ein Flughafen oder sonst irgendwas. Und das vermisse ich in heutigen Rennspielen total, weil du hast die letzten Need for Speeds, die immer irgendwie eine Open World haben, die dann immer relativ gleich aussieht. Dürfen wir in die Regie kurz sagen, dass wir dieses Spiel nicht länger sehen wollen? Resident Evil Zero habe ich tatsächlich mal angespielt, weil ich mal überlegt hatte, ob ich irgendwie so ein Late to the Party dazu mache, aber habe es dann gedroppt, nicht weil es mir jetzt gar nicht gefallen hätte oder sowas, sondern einfach weil es zeitlich gerade nicht gepasst hat. Aber es ist in der Machart von Resident Evil Remake, das heißt, es sieht großartig aus, es sieht wirklich super toll aus, aber ist nicht so beliebt. Auch mehr so eine Art Geheimtipp, so ein bisschen vielleicht das ungeliebte Stiefkind der Reihe, aber hat definitiv seine Fans. Das wäre, finde ich, ein sehr, sehr guter Kandidat für dieses für diese Remake-Kur, die momentan alte Resident Evils kriegen. Aber was das Spiel halt anders gemacht hat, war ja dieses, dass du zwischen verschiedenen Charakteren switchen musstest und dementsprechend auch deine Items und so weiter gut aufteilen musstest. Wer hat was, wie kann man was kombinieren und so weiter und so fort. Ich erinnere mich aber auch, dass viele diese Dynamik nicht mehr mochten, dass du zwei Charaktere hast, zwischen denen du die ganze Zeit hin und her schalten musst. Und zwei Inventare und auch zwei Lebensbalken. Und wenn die andere Figur angegriffen wurde, wenn du irgendwo anders warst und gestorben bist, war halt Game Over.
Und das kam nicht so richtig gut an. Da waren die Teile gerade so, als es dann erfolgreich wurde, waren die sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ne? Dann lass mal noch die Vorgeschichte erzählen von der einen Sekunde, wo sie ausgestiegen sind und zur Villa hingelaufen sind. Da gab es einen Moment, den man nicht gesehen hat, da könnten wir nochmal so ein halbes Spiel draus machen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals Resident Evil Zero gut gefunden habe. Auch ich habe mir sowieso immer in die Hose geschissen. Also das ist sowieso gar keine Frage. Auch unabhängig von irgendwelchen Videospielen. In die Hose geschissen habe ich mir sowieso, also das zieht sich durch mein Leben, aber dann da hat es halt damit Angst zu tun. Und nicht mit Bequemlichkeit. Es war, ich mag ja das Zugsetting total gerne. Ich finde Züge in Videospielen total faszinierend. Ich habe neulich mal das Echo Knight gespielt auf der ersten PlayStation im Stream. Und da bist du auch in einem Zug unterwegs, zumindest in einem der Szenarien. Und gerade in einem Horrorspiel-Kontext funktioniert das irgendwie für mich immer, weil es ist ein Confined Space, du kommst nicht raus, es ist der perfekte Setup. Einerseits natürlich für Murder Mystery, Agatha Christie, aber andererseits für Horrorspiel und Film. Es ist einer der letzten Beispiele gefühlt für diese statischen Hintergründe. Und das sieht so fucking geil aus. Das ist so gut gealtert. Ja. Das kannst du heute spielen ohne Probleme. Das sieht ganz, ganz toll aus. Und ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Hinweis darauf, dass mehr Entwickler das auch heute nochmal ausprobieren sollten. Ja, wenn man vielleicht so 20, 30 Mann-Team ist, kann sich das, glaube ich, echt machen. So ein Double-A-Spiel, absolut. So, Mats, was unterscheidet Mario Party 4 von den anderen Mario Partys? Oh, ich war gerade so, es gab Mario Party, das ist GameCube? Das GameCube. Gab es da ein Mikrofon? Was? Da gab es so ein Mikrofon. Gab es da ein Mikrofon? Ich glaube, es gab ein Mikrofon bei Mario Party 4 und das unterscheidet Mario Party 4 von Mario Party 3. Haben wir Karaoke gespielt oder was? Ich bin ein super unsozialer Mensch. Du weißt nicht, wovon ich rede, weil du Hans Dampf in allen Gassen bist. Deswegen habe ich nie Freunde gehabt, die mit mir Mario Party hätten spielen können. Ich kann hier also nur sagen, aha. Also ich habe Mario Party 1 bis 3 auf Nintendo 64 sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Mhm. Ich hatte Mario Party 4 auf dem GameCube auch. Es war der erste Teil für den GameCube, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wenn 1 bis 3 für Nintendo 64 waren, dann ist das naheliegend. Ich mag diese Spiele auch einfach bis heute noch. Also ich spiele immer, wenn ein neues Mario Party rauskommt, treffe ich mich mit Freunden oder Verwandten. Teilweise Leute, mit denen ich damals schon gespielt habe, vor 20 Jahren. Aber ich habe das nie gespielt tatsächlich, also auf dem GameCube Mario Party. Weil es gab Donkey Konga auf dem GameCube und das war einfach das beste Partyspiel. Hast du das gespielt? Ja, ich kann auch alle Bewegungen. Beeindruckend. Warte. Kannst du quasi hören. Alter. Die Sache bei Mario Party ist die, ich bin bekennender, offener, schon wirklich nervender Mario Party-Hater. Ich äußere mich nichts als negativ über diese Spiele. Und der Grund dafür ist, dass ich einfach extrem gut darin bin. Es ist so einfach verständlich. Jeder kennt Brettspiele, jeder weiß, wie Brettspiele funktionieren. Und klar hat dann jeder Teil so seine besonderen paar Regeln. Und oftmals ist es auch ein wenig unfair, im Sinne von, dass das halt total random teilweise ist und du dann irgendwie kurz vorm Ziel nochmal alle deine Sterne geklaut werden und irgendjemand anderes sie kriegt und so weiter und so fort. Ich habe eine Bio-Referat sausen lassen, das ich vorbereiten sollte mit Leuten, die haben dann diese tolle, wir reden über Donkey Konga, auch gut. Wir haben das stundenlang gespielt und haben dann für unser Bio-Referat einfach, wir haben was zusammengeschissen, das war irgendwie mit 4- und so weiter, aber danach stand noch im Jahrbuch, lieber Mats, wir haben sonst nicht viel miteinander zu tun gehabt, aber als wir Donkey Konga gespielt haben, ich glaube, da stand dieses Trommelspiel gespielt haben, das war richtig, richtig gut. Das Trommelspiel mit dem Affen. Also ich sag mal, das sind meine Erinnerungen zu Mario Party 4. Ryudo, I cannot take much more of this. Quit your belly aching and fly, damn it! Das ist aus 2002 gewesen. Toll. Endlich ein Spiel, zu dem jemand von uns was sagen kann. Damit wir was sagen können, ja. Grandia 2 habe ich sehr, sehr geliebt. Ich mochte das Kampfsystem. Ich finde den Soundtrack ganz toll. Ich
muss gestehen, ich dachte die längste Zeit, dass Grandia ein Shoot'em-Up-Game ist. Ich weiß nicht genau wieso, aber... Es gibt irgendein Spiel, das so ähnlich heißt. Ja? Und das ist ein Shoot'em-Up. Hm, vielleicht liegt's daran. Es scheint aber kein Shoot'em-Up zu sein. Ich glaube, man kann noch nicht mal schießen. Ich habe die PC-Version von Grandia 2 gespielt, weil das war nämlich drin in der Gold Games Volume 5 oder sowas. Ich erinnere mich. Hast du auch? Ich, ja, natürlich. Gold Games, Gold Entschuldigung, wer hatte damals die zweite Gold Games? Kann man sich heute nur noch schwer vorstellen mit Game Pass und Co. Aber ja, das waren einfach Spielesammlungen, die verkauft wurden. Die sind auch diesen Weg eingeschlagen bei der Geschichte, wie Final Fantasy VII es damals vorgegeben hatte, irgendwann sehr tränenrührig zu werden. Also die Dame, die du da siehst, die hat mich, ich glaube, ich habe selten einen Charakter gehabt, die mich so genervt hat wie diese Troller. Aber der Rest, hat wirklich Spaß gemacht. Nach dieser Einleitung hatte ich nicht erwartet, dass das in die Richtung geht. Es war sehr tränenrührig. Die nervt wie Scheiße. Also wirklich, die halte ich nicht aus. Grandia 2 ist mir immer im Kopf geblieben, einfach nur wegen den Moves, die Charaktere die ganze Zeit sagen. Wenn der Hauptcharakter angreift, macht er mal 10 Second Slash. Und dann macht er den Slash. Und dann machst du ihn nochmal und dann macht er nochmal 10 Second Slash. Und das ist alles, was mir im Kopf geblieben ist. Was mir ein bisschen leid tut, weil ich glaube, es ist ein gutes Spiel. Ich glaube, die Serie ist insgesamt gar nicht so unbeliebt. Ja. Ich war lange Zeit ganz übler Nintendo-Fanboy. Mhm. Ich muss wirklich Fanboy sagen, weil es ist schlimm. Schön. Wenn man da mal alte Postings aus irgendwelchen Foren ausgräbt. Ich habe eine Challenge an die Community. Ja, ich habe schon öfter darüber geschrieben und gesprochen, von daher, es ist kein Geheimnis. Und dann irgendwann aber war ich, okay, Final Fantasy war einfach das Ding, weswegen ich dann irgendwann eine PlayStation 1 geholt habe und dann schieße ich auch eine PlayStation 2. Und dann, da war wirklich so dieses, dass ich war, okay, ich mag Final Fantasy 10, also mag ich eventuell auch XYZ. Und dann waren so ein paar Spiele, die ich gespielt habe, wie Shadow Hearts zum Beispiel. Mhm. Und Grandia 2 in diesem Fall war auch so eins auf der Liste. Die Kämpfe wurden irgendwann super episch mit fetten Bossen. So müssen JRPGs sein. Und selbst ich habe das Gefühl, heute kriegt man die nicht mehr so stringent. Ich habe den ersten Teil tatsächlich mal gespielt, die PlayStation 1 Version. Und das war richtig cool. Das war super sympathisch. Das hat halt diesen 3D-2D-Mix gehabt. Aha. Aber die Dialoge und die Situationskomik, die da entstanden ist, du hast am Anfang halt kaum gekämpft. Du bist nur durch die Stadt gegangen und hast kleine Quests gemacht und deine Mutter hat sich über dich geärgert, weil du so einen jungen Helden spielst. Und das war mega sympathisch. Deswegen kann ich total verstehen, warum die Leute Grandia mögen. Hast du dieser Tage noch die Muße, die Zeit, die Lust, sowas nachzuholen? Weil ich glaube, es gab ein Remake, ein Remaster davon. Ich bin mir nicht 100% gerade sicher, aber angenommen, ja, das gab's. Mhm. Hättest du da denn Interesse daran, sowas nachzuholen? Oder sagst du, ich bin jetzt 22, ich habe keine Zeit mehr dafür? Ich bin jetzt 62 und ich habe, die Zeit nimmt man sich. Also ich glaube immer, die Zeit könnte ich mir nehmen, aber dann habe ich die Wahl zwischen, wenn ich etwas Altes spiele, dann mache ich das meistens aus rein nostalgischen Gründen und dann sind das Spiele, die ich schon gespielt habe. Und das Kampfsystem von Teil 2 macht halt auch Spaß. Also das habe ich auch noch im Kopf, dass das wirklich sich gut angefühlt hat. Allein die Art und Weise, wie die Lebensbalken immer runtergehen, fand ich sehr befriedigend. Und ich finde diese Optik auch irgendwie lustig. Dieses frühe 3D, so ein bisschen Chibi-Look, aber das war so genau diese Übergangsphase, wo es dann auf PS2 und GameCube dann noch detaillierter wurde. 10 seconds flash! These guys were no real challenge.